So, grüß dich, ich bin wieder Eiker Spangler Franz. Ich habe jetzt eine ganz verrückte Idee gehabt, und zwar habe ich da noch so einen Leibstuhl, wenn ich sag mal. Das ist quasi für Ältere, wenn sie aufs Klo gehen müssen. Und den wollte ich jetzt eigentlich wegwerfen, weil den haben wir uns einmal irgendwann einmal gekauft für meine Eltern und der wird nicht mehr benötigt. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich war das ein wunderbares Gestell für meinen Kappsack. Passt er dann von der Höhe her? Da zum Tisch. Da kann ich da meine Bredel aufhängen, weil das kann ich auch wickeln da. Und hätte da einen Kappsack. Und das probieren wir jetzt. Ob ich nicht den umbauen kann, weil das eine stabile Ausführung ist. Hat wunderbar große Rall dran. Möchte jetzt einfach probieren. Und schon ist das ein wunderbarer Tisch. Ich finde, man kann da viel mehr recyceln. Jeder hat bestimmt solche Sachen daheim. Ein stabiler Tisch mit Bremsen. Da kann ich noch eine Ablage reinmachen, sogar zwei. Da baue ich jetzt den Bügel nach oben, dass ich da nicht wieder zurückfahren kann. Dann messen wir den Höhenunterschied noch aus. Fahre ich auch nicht. Eventuell muss ich auch Blechplatten dran machen. Mal schauen. Jetzt als erstes den Bügel runterbauen. Jetzt wenn ich da schaue, da habe ich jetzt eigentlich genau die Platten Höhenunterschied. Und so haben wir jetzt da so Holzplatten. Das würde super noch. Wäre eine super Sache. Jetzt habe ich da noch eine alte Aluplatten gefunden. Die habe ich mal in ein Auto drin einbaut gehabt. Die versuche ich jetzt zum Umbau. Jetzt nehme ich mir die Scharnierlager. Versuche sie mal zum Ausbauen. Weil die war da ideal zum Aufbauen. Schauen wir mal. Das werden jetzt, das Blech werden ich noch anjüten. Eventuell muss ich mir da noch ein wenig jetzt unterlegen, dass ich auf die Höhe komme. Und noch ein paar Ablagefächer ein. Und damit das jetzt auch noch
Gut, Kapsel ist nicht mehr die beste, aber zumindest habe ich dann einen Tisch. Also ich finde das ideal. Man muss nicht aber gleich ein Eis kaufen. Da habe ich jetzt überhaupt nichts Neues. Die Blechplatten hat zuerst einmal einen anderen Sinn gehabt. Das Wagerl, das habt ihr gesehen, was das war. Das war scheiße. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ist jetzt ein idealer Wohn. Ich habe da noch zwei Fächer. Freut mich wieder. Da seht ihr jetzt, ich habe jetzt da mein Tisch, dahinter habe ich meine Tischfräse, Absaugung, Hobelbank, Bandsaug. Das sind keine neuen Maschinen, die habe ich schon ewig, die habe ich schon um den 1990, meine ich, habe ich die einmal gekauft. Aber da habe ich einen schönen Holzrahmen. Zwei Gänge aber noch einmal. Komplett im Einsatz. Aber heute wollte ich einen Gitter zahlen mit dem Wagerl. Ich kann das umeinander fahren. Kann dann die Kapsel einfach oben hin. Wenn ich so rund irgendwo brauche, kuckuck, wenn ich so rund irgendwo brauche, dann hebe ich es einfach runter vom Wagerl, dann schraube ich es gar nicht an. Was möchte man mehr? So, jetzt nimmt das da mal an. Kann ich da frei mit der Höhe ein wenig jetzt tun. Ich kann jetzt da noch ein wenig einstellen. Kanto auch noch. Praktisch, weil öfter hat man am Boden auch eine längere Bredel zum Schneiden oder an einer anderen Stelle, dann ist es praktisch, aber wenn ich es anschraube,
Da muss ich jetzt noch überlegen. Auf alle Fälle, das funktioniert sauber. Aber das ist normal nicht irgendwie da noch eine Cremevorrichtung. Mal kann ich das so lassen. Eventuell darf ich noch einen Anschrauf an die Grundplatten aus Restl und dem Weigerl. Das kennt man jetzt nicht mehr, was das war. Das ist eine super Sache. Finde ich. Wenn man mal eine andere Kapsel hat oder eine andere Hähne hat, muss man das unterlegen. Das, jetzt kann ich sogar noch ein wenig mit Beilagscheiben ausgleichen, weil es noch um ein paar Millimeter feilt, was aber jetzt noch nicht tragisch ist. Das drum hat mir jetzt überhaupt nichts gekostet. Man kann aus überhaupt nichts auch was machen. Es muss nicht überall eine teure Sache sein, wenn man das Geld hat. Kann man sich jetzt da auch kaufen. Und ansonsten kann man sich selber auch was machen. Und ich finde, das schaut nicht wild aus. Sag's euch nochmal. Ist schnell passiert. Da sind die Teile noch hinten. Die entsorge ich jetzt. Weil das zeigt uns keiner. Das zeige ich nur ich. Enker Spangler Franz.